meine Lieben, willkommen bei einem neuen Video. Hallo. Wie ihr seht, mit der Cindy. Da ihr ja ganz oft fragt, wann mal wieder ein gemeinsames Video von uns kommt, haben wir gedacht, nutzen wir einmal den Blindschminken-Tag. Und wir haben uns entschieden, den zusammen zu machen. Und ich werde in diesem Video Cindy ein wenig verschönern. Ja. In blind natürlich. Ich bin gespannt. Und ja. Ja, also ich habe Maika auch schon geschminkt. Das Video findet ihr auf meinem Kanal oder Maika verlinkt es euch bestimmt nochmal in die Infobox. Genau, mache ich mit in die Infobox und dann könnt ihr da euch mal hinklicken. Jo, fangen wir an, ne? Ja. Was möchtet ihr denn für eine Farbe haben? Such mir mal eine Farbe aus. Such dir mal was aus. Was meint ihr denn, welche Farbe soll ich denn nehmen? Ey, ich sehe ja mal gar nichts. Ich kann ja was mit... Mit hellgrün, dunkelgrau und in der Lidfalte so schwarz. Du schmierst mir das auf den Pinsel und ich... Hey, ist cool, man. Hey, meine wunderschöne Schleife. Ja, jetzt ist sie wunderschön. Schön hässlich. Ja, oh Gott, das drückt ja voll auf Augen. Wo ist die Eyeshadow Base? Ach so. Weil unser Make-up soll ja auch lange halten. Ist zwar eine lange Party, ne? Warte mal, ich muss erstmal gucken, ob die da sehen. Ey, macht halt überhaupt keinen Sinn, weil wir was hier setzen, so. So? Ja, so. Ich glaube, dann müsst ihr das sehen. Weil ich muss ja meinen Kopf immer so ein bisschen nach da drehen, damit die überhaupt was sehen. Warte mal, eigentlich irgendwie. Ja. Ich meine, ich mich selber könnte mich blind schminken, glaube ich. Also jetzt nicht perfekt, aber bei anderen weiß man ja gar nicht, wo was ist. Ach du Scheiße. Okay, warte. Ich muss mich so ein bisschen nach da drehen, sonst sehen die nichts. Oh Gott, man merkt gar nicht, wo der Pinsel ist. Nee, das kann ich nicht. Ich habe überhaupt kein Gefühl. Bin ich aber auf dem Auge? Mhm. Fühlt sich. Habe ich noch genug dran? Weiß ich nicht. Soll ich nochmal? Ich flieg nochmal rein. Ach, ey, man hat gar kein Gefühl, wo was ist. Ach du Schande, du. Oh, warte mal, ich habe halt die Hände, ne? Sehen gar nichts, glaube ich so. Ah, warte mal, ich weiß, wie wir uns hinsetzen müssen. Du musst dich weiter so rumsetzen, dass du so ein bisschen vor die Kamera sitzt. Ja, ich glaube, so sehen die kleinen Zuschauer das besser. Hm, das ist das Richtige auch. Mhm. Ey, man hat überhaupt kein Gefühl, wo man... Ich habe den Zuschauern nur den Auftrag gezeigt. Ah ja, nicht lästern, hallo. Warte mal, wo ist denn deine Fresse? Sorry! Ich ziehe genauso die Fresse, als wenn ich mir die verteile. So. Das kann nur gut werden. Ich bin in sowas ein Genie. Ja, na klar, ist klar. Oh, der hat schöne kalte Hände. Ja, ein bisschen zu kalt. Nee, du? Herrlich. So, ja. Okay. Oh, ich bin blind. Oh, das geht voll auf. Ja, du bist blind. Ja, Moment, das war Mops. Oh, ich bin schwierig. Ich kann schnell kommen, aber... Warte mal, ich muss erstmal überlegen. Erst will ich so ein bisschen mit hellgrün haben. Wo ist denn der Pinsel hier? Aber wer die Möglichkeit hat, dass du zwei... Oh, sorry. Es ist voll witzig. Okay, ich mach schon mal Farbe rauf. Also ich nehme hier diese Farbe. So ein... Ist das jetzt was Helles oder schon was Dunkles? Das ist eher nur was sich beweglich, was Helles. Ja, das wollte ich gerne wissen. Okay, auf der Farbseite, so wie es jetzt unten ist, da ist die Farbe drauf. So. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der Pinsel ist hier. Warte mal. Ey, ich hab null Gefühl, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das glaube ich ganz richtig. Ist genug Farbe? Oh, gib doch ein bisschen. Ich gebe dir ein bisschen dunkleres Grün, dann fetzt das mehr. Warte. Gott, oh Gott. Ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so schwer vorgestellt. Das ist richtig schwierig, ne? Ja, man weiß gar nicht, wo... Also man hat gar nicht das Gefühl, wo der Pinsel ist. Unten ist jetzt schon die Farbe drauf. Ich muss mich wieder ein bisschen so hinsetzen. Ich bin jetzt weiter hier. Also hier bin ich jetzt. Okay. Warte mal, ich muss ein bisschen dich daran holen. Mensch, oder ich muss die Kamera weiter ranholen. Von hinten nach vorne, nach zur Seite, nach hinten, nach rechts. Ich weiß gar nicht, wo der Pinsel ist hier. Worauf habe ich mich nur eingelassen? Du, das war mir, glaube ich, nicht so schlecht.
Ja. Mhm. Okay, warte. Die dunklen Farben, das richtig dunkle kommt ja erst noch. Okay, da unten ist schon die Farbe. Nee, was ist das jetzt? Fürs andere Auge? Fürs andere Auge, ja. Hast du? Ach du Schande, ey. Ja, ich würde mal behaupten, hätte ich gestern Abend eine zu große Fresse gehabt, könnte ich jetzt auch so aussehen. Oh, sie ist fies. Ey, guckt euch bloß das Video an, wie ich aussah danach, bitte. Du, aber vielleicht wird das ein neuer Trend. Ja, super. Ich komme noch groß raus. Warte, jetzt gebe ich dir dieses dunklere Grau so für die andere Hälfte sozusagen, weißt du? Und die dritte Farbe wird ja nachher für Lidfalte. Weißt du, was ich meine? Na, also, du machst auch manchmal zweifarbig das Lid. Ja, auch so dreifarbig. Wird, so wird das jetzt. Also zweifarbig. Also, du musst jetzt hinten. Für hinten meinst du das Dunkle. Hm. Ich nähe gar nicht für den Pendel. Ich glaube, ich habe mehr an den Pfoten als auf dem Auge. An dem Auge fühlt sich das immer eigentlich von der Richtung recht gut an. Ich habe meine Nase noch da. Hallo, wo hing mein Lipgloss? Hm. Leute, es ist echt nicht einfach. Irgendwie habe ich Hunger. Hm? Ist ja auch so warm? Warm ist mir also ja. Mir war also bei dem Schminken weil die auch schätzt, sie verletzt mich. Ja, das ist jetzt was? Die andere Seite, das Dunkle. Ja, da. Mal glubschen zu. Ist so. Und dann kommt mal Pinsel. Da. Ach du Schande. Meinst du es okay? Ich denke. Okay. Okay, pass auf, ich gebe jetzt diesen anderen, den Essence-Pinsel, diesen runden hier, diesen hier für deine kleinen Zuschauer, ja genau, für die Lidfalte. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich wieder die Palette zu machen. Oh, ich krieg Augendruck. Ich muss mal kurz. Augendruck kriegst du? Ja, wie eng hast du da denn auch zugezogen? Hallo, da bin ich hier ja nicht schon mal. Du siehst aus wie Witwe Bolte. Wieso lachst du? Nee. Du guckst nach unten, stimmt? Nein, das ist bloß nicht mein Auge. Hier aber. Das ist doch dein Auge. Ja. Jetzt ist gut. Oh Gott, Leute. Oha. Trend 2012. Also ich muss sagen, Anmaika ist definitiv eine Visagistin verloren gegangen. Auf jeden Fall, also ich meine, hallo, Maika schminkt eigentlich immer die Leute vom Catwalk, also ihr seht. Wie man sieht, ne? Guck hierher. Ja. Ich kann es nicht ab, wenn meine Kunden hier umher quasseln. Hm. Ey, nee. Ey, wie kriegst du so grüne Augenbrauen? Du nimmst ja gerade schwarz. Achso, oh Gott, oh Gott. Hättest du mich auch vorwarnen können? Hab ich doch gesagt. Nee, schwarz nicht. Naja, das muss ich bei dir auch. Ich kann sowas nicht auf, wenn meine Augen zugucken. Oh, eklig. Ja, dann mach doch ein bisschen lockerer. Ist ja locker, aber ach so. Das stört mich trotzdem. Okay, ach, möchtest du noch irgendeine andere Farbe haben? Was würdest du bei dir jetzt machen? Naja, unten, aber unten lassen wir ja weg. Gut. Verblenden muss ich das noch, oder? Alles klar. Weil es soll ja auch schön aussehen. Wir wissen nicht. Ich weiß nicht, wo ich malen soll. Ja, weiß, komm her. Oh Gott, ich kann das bei anderen nicht. Ich merke nichts.
Sie zuckt erstmal. Ja, ich muss mein Auge ganz schön zudrücken. Du rubbelst das auf. Ja, es soll ja auch seinen Sinn und Zweck erfüllen, ne? Ich glaube, so habt ihr mir noch nie gesehen. Ihr wolltet mich ja mal mit einem ganz dunklen Smoky Eye sehen. Hier ist es. Ja, und der noch von mir. Okay, warte, jetzt brauchen wir... Oh, Leute, ich hoffe, das Video gefällt euch. Ist ja mal was ganz anderes. Ich glaube, deine Zuschauer haben Spaß. Ach so, nee, Wimpern. Oh Gott, ey, piekt mir nie ins Ohr. Nee, ich bin ganz vorsichtig. Mit so einer hier? So eine? Meine... Ah! Piekt mir ins Auge. Nein, ich bin ganz vorsichtig. Ich bin ganz vorsichtig. Sag mal ungefähr, also halt mal einmal ran, wo ich wenigstens ungefähr hin muss. Da sind die Wimpern. Da sind keine Wimpern mehr. Ja, ich komme mal. Okay. Ja. Oh Gott, ist das schwierig. Das hätte ich im Leben nicht gedacht. Man weiß auch gar nicht, wie lang der Schnibbel ist, ne? Nee, man fühlt ja nichts, außer hinten das harte Stück. Zeigt wohin! Da. Bin ich dran? Jo! Du bist lang drin! Nicht so dran, sondern... Ich habe Angst. Ich auch. Ja, reicht, Leute. Ich krieg dir sonst wirklich noch was weg hier. Oh, ich habe ein schönes Fleck bekommen. Was hatte ich für Flecke? Naja, aber ich habe den in der Höhe von der Lippe. Ach so. Im Rouge. Hier, wir verwenden ein Kiko Rouge. So sieht er aus, als ziemlich dunkel. In der Farbe 101. Aber aufgetragen ist er gar nicht so dunkel. Oh Gott, ich kann es nicht ab. Grinse auch. Ja, wenn man alles necken würde. Oh, ist das schön. Unsere neue Blendtechnik. Warum 10.000 Pinsel, wenn man auch Finger hat? Ich mach zu. Auf den Lippen bin ich ja gespannt. Oh, voll schön. Das kann nur was Gutes heißen. Ich komme nicht eben morgen und schminke. Schade. Das ist bloß nicht zurückrutschen und dich mit der Hand abstützen, sondern liegst du aufs Servier drauf. Wie ist er hier bei mir? Er sitzt direkt hinter dir. Hallo, Pusche. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo der Lipgloss ist. Ich glaube, den habe ich da reingeschmissen, wie der gab. Warte. Hui, okay, wir nehmen diesen Lipgloss hier. So ein ganz... Welcher ist das? Auch P2-Schnibbel? Mensch, bin ich plötzlich braun geworden. Ja, P2. Also der mit dem Pinsel. Mhm. Warte. So rum. Okay. Ich weiß gar nicht, wo hier... Nee, der Pinsel ist, meine ich. Nein. Das ist genau der Finger. Mhm. Mhm. Ich merke nichts. Hä? Hm? Oben machst du nichts, klasse. Ach so, ich dachte, ich war überall. Ist doch zum Kotzen mit dem Ding. Ja, das ist echt schwierig. Oh mein, mir tun die Augen weh. Noch zimperlich. Oh. Wo ist der Pinsel? Da. Den lass den Mund zu! Mhm. Willst du nochmal? Lass du nicht. Hm. Warte, ich muss mal einmal Poten als andere. Okay, willst du schon mal langsam, dass du deine Augen sich dran gewöhnen? Ja, yippie, yay! Oh Gott. Oh, ist das eklig. Und, wie findest du's? Wunderschön.
Oh, warte, noch nicht. Ich engagiere dich, glaube ich. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja, dann warte noch einen Moment. Jetzt. Bist du bereit? Wobei das nicht schlecht ist. Also von das, der Höhe her und so, ne? Das? Ja. Schon ganz schön hoch. Nein, ich meinte aber im Gegensatz zu dem. Ey, so schlecht finde ich das nicht. Ja, Lippen, okay. Er hat doch als in der Fresse. Ah, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich hab's mir schlimm erwartet. Geh mal dichter. Ja. Guckt euch mal das Auge an hier. Ich finde das so übel für blind. Ist es nicht. Finde ich. Finde ich? Yeah. Ja, der Lipgloss, okay. Das ist ein Underlipgloss. Ich hatte ja Overlipgloss. Du hast ein Underlipgloss. Ja. Ja, ich finde dafür, dass man überhaupt nichts sehen konnte, haben wir uns beide relativ gut angestellt, oder? Ja. Also ich habe es mir schon mal vorgestellt. Ja, aber es ist schon ganz schön schwierig. Aber es ist schwierig, weil man überhaupt kein Gefühl, keine Koordination hat. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ja. Ja. Ich gehe mich dann mal. Vielleicht habt ihr auch irgendwie Videoantworten dazu, könnt ihr uns ja mal schicken. Jo, wie ihr, auf jeden ihr Fall. Geschminkt habt. Vor allem, wenn ihr das zu zweit gemacht habt. Das würde mich genau, ja das wäre total witzig. Hier, Chrissy und ihre Freundin, die haben das ja auch zu zweit gemacht. Ich bin immer noch komisch. Blöd. Ja, okay, meine Lieben. Das war's von uns. Wir verabschieden uns und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.